Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin der Beat von Tesla Fans Schweiz und wir haben heute ganz einen speziellen Anlass. Ich bin heute an einem Workshop vom Tesla Owners Club Schweiz, kurz TOCH. Und das ist eine ganz interessante Sache. Neben mir steht der Präsident von TOCH und er tut uns jetzt kurz erläutern, um was es an diesem Workshop geht, wie das zustande kam und vor allem, wie viele Teilnehmer das so hat. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Martin Haldenschild, aber wie der Bär gesagt hat, Präsident vom Tesla Owners Club Fezia. Wir haben heute hier den ersten Dem-Workshop, im speziellen Fall auf das Model 3. Das heisst, wir haben immer wieder jemanden Anfragen gehabt. Man hat es in Foren gelesen, dass das Auto halt im Vergleich jetzt zu S&X halt lauter ist. Es ist weniger Dem, das ist eine andere Preisklasse. Wir haben das einmal an einem eigenen Auto ausprobiert, von uns, was man hier machen kann. Mit auch Leuten geredet, die da schon mehr Erfahrung haben, die Sachen an ihrem eigenen Auto gemacht haben und haben gemerkt, dass man wirklich massiv was bewegen kann. Ja. Und ja, aufgrund dessen halt auch, dass ein relativ grosses Interesse war. Jetzt zuerst habe ich nur Model 3, weil halt dort weniger Dämmung vorhanden ist. Aber zwischenzeitlich habe ich S&X auch relativ viele Anfragen. Da haben wir gesagt, ja, wir führen das mal durch. Mit einer überschaubaren Anzahl als Teilnehmer, weil wir auch nicht genau gewusst haben, wie sich die Leute kommen, weil es ist doch relativ viel Arbeit. Man darf es nicht unterschätzen. Also ich würde mal sagen, irgendwie um die 6 Stunden, wenn man dranbleibt, muss man schon rechnen, um das richtig zu machen. Und das ist auch wichtig, dass man es richtig macht, dass man den Effekt auch erzielt. Und darum haben wir manchmal mal geplant, wären eigentlich auch hier nur 6 gewesen. Zwischenzeitlich sind wir 9, weil 3 habe ich dann mich überreden lassen und gesagt, ja gut, das kriegen wir auch noch her. Und ich muss sagen, es läuft eigentlich recht gut. Also, wir haben gewisse Handouts gemacht, wo die Leute auch Bilder dazu haben und gesehen haben, so muss es aussehen am Schluss. Die einzelnen Schritte werden kurz instruiert. Und ja, es ist eigentlich relativ ruhig, überschaubar. Die Leute kommen gut voran. Ja. Also wenn ich es richtig verstehe, war es ein guter Bucher. Wir hätten eigentlich sogar noch mehr Plätze können verkaufen, wenn mehr Platz hatte. Aber es ist hier natürlich auch von der Infrastruktur her schon sehr grosszügig, aber trotzdem ist natürlich die Platzzahl beschränkt. Und ich denke, mit 9 Model 3 ist man schon für den ersten Workshop in dieser Kategorie schon ein bisschen gut bestückt. Wir werden dann im Verlauf des Videos sehen, was da alles gemacht wird. Also der ganze Workshop ist gestartet am 9. und wir gehen davon aus, dass es aber bis um 6. dauert. Genau. Ist das schon, richtig? Ja. Genau. Also ihr seht, das ist nicht etwas für schnell, husch, husch, etwas herpfuschen. Das ist eine Tagesarbeit, die fundiert muss geplant sein und auch entsprechend seriös durchgeführt wird. Wie gesagt, die ganze Geschichte findet unter Anleitung statt. Es wird einem Fahrzeug wird das vorgeführt, wie das funktioniert. Einerseits praktisch also und auf der anderen Seite wird anhand von einem Handout auch mit Bildern gut erklärt, wie das in den einzelnen Schritten durchgeführt wird. Und nach dieser Präsentation geht es nachher an das eigene Fahrzeug, wo die Leute daran arbeiten nachher und unter Aufsicht so zu einem guten Ergebnis kommen. So, bei mir ist jetzt der Henning Frey. Er ist der, der den Workshop auf technischer Art organisiert hat und organisiert, vorbereitet hat mit all den Materialien, die es braucht. Ja. Aber was redet ihr da? Zählst du uns bitte, was man genau jetzt macht an diesem Workshop, was jemand für Material braucht? Ja, also fangen wir an. Wir haben vorweg bei Model 3 das besondere Problem, dass man auf bei der Produktion auf die Produktionskosten geschaut hat und versucht, diese zu senken, indem man möglichst viel maschinell macht. Und was man eben nicht gut maschinell machen kann, ist eine individuelle Dämmung. Und genau das versuchen wir nachzuholen und das machen wir mit zwei Materialien. Auf der einen Seite nehmen wir Alubutyl. Das ist im Prinzip eine Alufolie auf einem kleinen Netz mit einer selbstklebenden Bitumenfolie. Und die kleben wir auf die Teile, die im Auto gerne schwingen können. Das sind Karosserieteile oder Kunststoffteile. In der Türe, insbesondere rund um den Lautsprecher. Das sind die Dinge, die auch Resonanz erzeugen können. Und das versuchen wir mit dem
Wir versuchen das nicht, das tun wir mit dem Alubutyl wirksam unterbinden. Und als zusätzlicher Schritt kleben wir obendrauf noch eine kleine Dämmfolie, die dann einen Schall, einen Geräuschschall, der noch von außen kommt, ein bisschen mit wegnimmt. Das ist das, was wir in allen Türen machen. Und der wichtigste Teil aber... An allen vier Türen, wirklich an alle vier Türen. Aber der wichtigste Teil, den man Model 3 machen kann, das ist das, was im Kofferraum ist. Weil im Kofferraum, das werden wir nachher sehen, haben wir über dem Blech einen Plankenteppich und da ist überhaupt gar nichts gedämmt. Und der Teppich, der da drauf ist, ist so dünn, der nimmt gar nichts weg. Und genau da werden wir großflächig das Alubutyl über der ganze Bodenblech von innen klebe, sodass die gesamte Drive-Unit nach unten weggekapselt ist und die Schwingungen aus dem Bereich nicht mehr in den Innenraum kommen können. Du hast jetzt vom Trunk geredet, ja. Für Tesla Ionic. Wie ist es denn mit dem Frunk, mit dem vorderen Kofferraum? Im vorderen Kofferraum werden wir auch noch machen, wenn wir heute noch Zeit haben. Das sieht momentan, wie ich das im Überblick habe, ziemlich gut aus. Da kann man auch eine ganze Menge tun. Da ist es aber wieder sehr Fusselarbeit. Das sind kleine Schritte, die man da tun kann. Haben wir aber dieselbe Thematik. Wir haben zur Fahrgastzelle nach innen hin keinerlei Dämmung. Und das versuchen wir besser zu machen. Kann man irgendeine Aussage machen bezüglich Dezibel oder Prozent, wo Lärmreduktion ist? Ich kann mir vorstellen, es interessiert den einen oder anderen noch. Ja. Also da ich kein Model 3 fahre, sondern das X, kann ich es jetzt fürs Model 3 nicht selber sagen. Ich habe es noch nicht messen können, vorher, nachher. Ich kann es nur bei mir im X sagen, der prinzipiell schon besser gedämmt ist. Beim X kann man sagen, dass es im Fußraum 5 Dezibel gebracht hat. Das ist schon erheblich. Das ist extrem viel. Wenn man, sagen wir mal, in den Bereich Mittelkonsole geht, sind wir noch bei 3 Dezibel. Wenn ich dann messe Richtung Fenster hin, da bringt es dann kaum noch was. Weil da kommen dann die Fahrgeräusche, dieses Übertöne und alles, was an Windgeräusche über die Scheibe kommt, insbesondere im Bereich der Spiegel, wird man es nicht mehr wahrnehmen. Und Kofferraum ist auch das Thema beim S und beim X? Beim S und X ist das Kofferraum nicht unbedingt, also beim X überhaupt nicht. Weil der X-Kofferraum ist sehr, sehr gut gedämmt. Bei der alten S kann man durchaus noch was machen. Also besonders die Vor-Facelift-Modelle, die sind auch noch sehr dürftig in der Dämmung. Also wenn ich das richtig verstehe, klingt das für mich so, wie es gibt noch einen weiteren Workshop, aber der für Model S und X, to be announced. Ja, also machen würden wir das natürlich schon noch gerne. Machen wir bestimmt auch noch, dass wir das anbieten. Bleiben dran, wir werden das auf Tesla Fans Schweiz sicher bekannt geben, so bald, dass die Daten bekannt sind. Für das Erste, merci Henning, wir sehen dich noch ein paar Mal jetzt in praktischer Arbeit und einen Tipps geben, kontrollieren, dass das gut kommt. We'll be right back.
so. Wir sind bereits jetzt im praktischen Teil. Hier bei dieser Tür von diesem Model 3 geht es darum. Henning, erzähl doch ja. Du das am besten. Die Spaltmaße sind ja immer ein Thema bei Tesla. Die können wir nur schlecht beeinflussen, aber wir können wenigstens gucken, dass es einigermaßen passt. Und hier haben wir eine Stelle, wo wir sehen, dass sie nicht optimal eingestellt ist, weil wir haben hier eine Stufe drin. Das ist erstmal schlecht, weil es nicht gut aussieht, aber es ist besonders schlecht, weil es Windgeräusche erzeugt. Wenn der anströmende Wind von vorne kommt und er kann hier über die Kante nicht sauber drüber, dann gibt es Windgeräusche und die hört man immer. Und die versuchen wir jetzt abzustellen, indem wir die Tür, das sieht man jetzt, das Ganze müsste ein kleines Stückchen nach oben und auch ein Stückchen nach außen gesetzt werden. Das hören wir uns jetzt an. Das geht gerade beim Model 3 recht einfach. Dankeschön. Wir gehen hier an den Schließmechanismus dran und den ein Stück löse. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen ein Stückchen hoch. Was heisst ein Stückchen? Ist ein Millimeter zwei? Ja, es ist ein Millimeter. Es ist ein Stückchen hoch, es ist Fusselarbeit, Stückchen hoch und ein bisschen nach außen. Das klappt auch selten beim ersten Mal, wenn man Pech hat, macht das man das fünfmal. Das muss man fast wie einstellen, oder? Ja. Ist das, genau. Dann macht man das wieder zu. Und jetzt sehen wir, eigentlich haben wir zu viel gemacht. Jetzt ist er fast weit los. Genau, jetzt müssen wir, war ich nicht gefühlvoll genug, habe ich zu viel erzählt dabei. Jetzt müssen wir es wieder ein Stück mehr nach innen korrigieren. Lösen wir das wieder. Ich tue das jetzt auch noch nicht ganz fest machen, ich mache das nur mal so ein bisschen. Jetzt haben wir hier eine saubere Linie und vor allen Dingen haben wir hier eine Kante, die nicht mehr pfeifen kann. Wenn es jetzt hier hinten einen Millimeter runter geht, ist es nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es nicht hoch geht, dass der Wind nicht gegen die hintere Kante geht. Die Träger hier, die gehen ja durchs ganze Auto durch. Ja. Ne? Und hier die Karosserieteile, die sind an den Träger festgeschraubt. Und wenn er die von Schwingungen befreit, das hier, das hier, der Teil und der Teil, da habt ihr viel gewonnen. So, wir sind jetzt beim Dario. Er hat hier noch eine Spezialapplikation, so quasi, die bei den anderen glaub, nicht gemacht hat. Und zwar tust du den Radkasten noch dämmen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Der Radkasten hier selber ist einfach das Blech fertig, oder? Und jetzt tun wir hier reinfilmen. Sieht man, dass da so verschiedene Alu-Dienststücke draufgelegt werden oder auch oben. Hier bin ich zum Beispiel rein. Und jetzt kommt nachher zum Beispiel das Stück noch dort hinten drauf, um einfach Geräuschdämmung. Oh, es geht also hier um Geräuschdämmung. Genau, ja. Um das ins hohle Dumpfen quasi wegzulegen. Also wir machen jetzt nochmal den Soundtest. Wir schauen dann an, wie es nachher tut. Ja, ist gut. Ein bisschen ist er schon, gell? Der ist jetzt schon drauf. Da. Ah ja, eben, genau. Auf der anderen Seite kannst du mal. Dort ist es fertig. Also dann gehen wir auf dieser Seite. Das. Also, das gehören selbst die, die nicht Hi-Fi-Techniker sind. Also das ist schon. Das ist satter hier, weniger. Oder das so jetzt quasi zu erfahren, nicht? Ja. Oben kommen noch ein Stück, oder? Ja, das gehört man. Die Frage ist dann, wie sich das beim Fahren noch tut, hoffentlich das ist, auch positiv. Ja, aber dann probieren wir es aus. Ja, genau. Ja, kaputt machen kannst du ja da nichts, oder? Das ist einfach die Löcher nicht so erklären, was halt Tesla vorgibt, oder? Die haben alle bestimmten Zweck. Aber auch der Kotflügel. Ich würde nicht den Blinken zugleistern.
Aber sonst ist es ein starker Produkt. Ja, also, schauen wir noch etwas zu. Ja. Vier, fünf Stück. Das reicht eigentlich. Der gröbste Oberfläche ist jetzt gedeckt. Ist gedeckt. Ja, das ist so quasi die Schallkörper, die jetzt abdeckt. Genau, ja. Die grossen Flächen, die eigentlich kratzen und die Erdbeeren hallen, ja. Die sind jetzt quasi gedeckt. Das gehört mir schon ein Stück weniger. Selbstöffnender Trank. Genau. Voilà. Ja, was es nicht alles gibt, selbstöffnend, über Depp natürlich. Das kann man nachrüsten bei 4Car Concepts in Wädenswil. Und wenn wir gerade dabei sind, schauen wir noch schnell die Nummernschildhalter an. Die sind die bei meinem Mod dran. Die vom Röbi bekommen. An dieser Stelle merci vielmal, Röbi. Das ist eine super Sache. Es ist nicht mehr ein räumliches Komplex. Und kann man es abnehmen? Schnell das Schild zum Zeigen. Das ist auch ein Wechselhaltersystem. Ja, genau. Wechselhaltersystem sind nur noch die zwei Dinge dran. Die klemmen eigentlich die Nummer klemmen und das geht ein paar Sekunden und dann ist das drauf oder dran. Und zack. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Es gibt keinen Dreck mehr, der sich hier in diesem Rähmchen sammelt. In der Lavage oder beim Waschen spielt es hinten dran den Dreck runter und eine saubere Sache. Tipptopp. Es gibt noch einen weiteren Tipp, und zwar der Fall Model 3 am Supercharger. Der Ladevorgang ist beendet, wir möchten gerne das Kabel rausziehen, aber das geht nicht, die Verriegelung löst sich nicht. Und der Henning hat jetzt da die Lösung für das. Ja, also ich habe das selber schon erlebt, dass Tesla Model 3 Fahrer am Supercharger stehen und trotz Reset konnte man den Stecker nicht rausziehen, er war verriegelt. Und die Verriegelung ging nicht zu lösen. Und genau dafür gibt es eine Notentriegelung. Und die ist hier im Kofferraum. Hier hat es ein kleines Loch. Und da kann man mit dem Finger mal ein bisschen drin suchen gehen. Und dann hat es hier so einen Ring. Und an dem Ring kann man ziehen. Und mit dem Ziehen an dem Ring wird hier außen die Verriegelung gelöst. Dann müssen wir schauen, ob das offen ist. Ja, das ist jetzt, ist ja nur, wenn das ja. Sehen tut man das nicht. Weil das ist ja die Verriegelung vom Typ 2 Stecker, ja, die hier oben drin greift, genau, wenn man an der Ladesäule ist. Genau. Sehen tut man das nicht. Es greift ja nur, wenn der Stecker steckt. Wenn er verriegelt ist, aber genau. So, wir sind am Ende vom ersten Tesla Dämmungsworkshop mit heute dem Model 3. Und wenn wir das heute runter schauen, sehe ich überall zufriedene Gesichter. Da sollen wir noch schauen, was der Präsident meint, was organisiert hat oder mitorganisiert hat, als Fazit vom heutigen Tag. Ja, es war sicher sehr spannend gewesen, das Ganze nochmal. Es war halt immer ein bisschen die Frage, oder wie schnell kommst du voran mit mehreren Leuten.
Jetzt haben wir 9 Auto gleichzeitig gemacht. Und, vorgesehen wäre, muss man noch sagen, eigentlich 6 ursprünglich. Genau. Jetzt sind 9, also ein Drittel mehr ist gekommen. Ja, also wie schon gesagt, das Interesse ist enorm. Wir haben eine zwischenzeitliche Warteliste. Wir werden sicher weitere Workshops anbieten. Auch für S&X. Ist jetzt für uns ein bisschen ein Test gewesen, wie schnell geht das, wenn 9 gleichzeitig arbeiten, wie viele Fragen tauchen auf, wo claimt's, wo müssen wir, wie viel Helferraum für uns sind und so. Also insofern ist es für uns sehr, sehr wertvoll gewesen. Fazit muss ich sagen, recht positiv überrascht. Also ich habe gedacht, dass vor dem 6 Uhr keiner da weggeht. Ja, und wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, um 9 Uhr haben wir angefangen, jetzt ist 4 Uhr. Ja. Also ja, also es ist eigentlich speditiver vorwärts gegangen, als man ursprünglich genau, denkt. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass es da mehr Zeit braucht, halt aufgrund auch halt Fragen und Sachen, wo man mithelfen muss. Dazu haben wir noch eigentlich 1-2 Helfer weniger als geplant. Also von dort her noch ein bisschen pessimistischer gewesen. Also, ja. Aber die Leute waren sehr, sehr motiviert gewesen. Sie haben jetzt aber auch gemerkt, dass es sehr viel Arbeit ist. Also sie sehen da auch ein bisschen zufriedene und auch müde Gesichter. Ja. Aber eben auch mal zufrieden gesichtet, das ist wichtig. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir weiterplanen können, dass wir sagen, okay, wir können das mit 10, 12 oder 14 Auto, wenn wir die Location finden, problemlos umsetzen. Ihr habt es gesehen, in den Bildern, in den Kofferräumen gekraxelt und haben da gearbeitet, wie verrückt. Und das Resultat, das Fazit im Sinn von, was bringt es, das werden wir dann in einem nächsten Video nachholen, wenn wir von diesen Leuten auch ein bisschen wissen, wie viel der Dämmungs-Workshop gebracht hat, im Sinne von Dezibelverminderung, das war eigentlich das Hauptziel von der Dämmungsgeschichte. Und ich habe da Werte gehört, dass man zwischen 5-6 Dezibel kann erzielen kann. Wir werden dann von dem noch einmal berichten. Und ja, ihr habt es gehört, es werden weitere Workshops folgen. S&X ist ein Thema. Wir bleiben dran. Ihr werdet hier bei Tesla Fans Schweiz auf dem Kanal und natürlich auch in der Facebook-Gruppe und im Forum und auf der Kochseite sicher auch davon lesen. In diesem Sinn und Geist wünsche ich ein schönes Wochenende. Merci Martin und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Bea. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Yeah.